Hi, ich bin's, Gustav mit F. Oh, falsch rum. Hi, ich bin's, Gustav mit F. Und heute spiele ich nur mit dem Blaster. Mal wieder eine Challenge. Das ist etwas, worauf ich richtig Bock habe. Das Spiel ist ja jetzt nicht mehr ganz so oben bei mir drin, aber auf eine Challenge, da habe ich immer wieder Lust. Ich werde nur mit dem Blaster spielen. Das heißt, ich werde mir erst von einem TIE Fighter Gang Ding da einen Blaster schnappen und dann nur noch mit dem Blaster gegen echte Spieler spielen. Also ich hoffe, echte Spieler. Kann ja natürlich sein, dass wieder Bots drin sind. Falls ihr Bock habt, mich zwischendurch live zu erleben, wir werden wahrscheinlich den Kanal hier so ein bisschen ändern. Ich habe nämlich zum Beispiel Bock, Pokémon zu machen. Pokémon wird dann aber in Twitch aufgenommen werden. Also wir werden live das streamen und dann habe ich Bock, das irgendwie aufzubereiten. Oder ihr guckt natürlich auch selber rein bei twitch.tv/GustavGabel. Erster Link in der Beschreibung. Viel Spaß bei der Challenge und Dankeschön fürs Einschalten. Also jetzt so richtig die Definition von keine Ahnung haben, aber gleichzeitig, wer hindert mich daran, das zu probieren? Ne? Richtig. Ich habe keine Ahnung, ich spiele das Spiel derzeit überhaupt nicht, aber gleichzeitig für eine gute Herausforderung bin ich immer zu haben. Zum Fick fliege ich gerade hin. Okay, man sieht gar nichts. Schneestürme gibt es jetzt, ha? Huh? Ich werde jetzt halt natürlich mit einer Waffe auf die Stormtrooper losgehen müssen, aber gegen echte Gegner nur Laserwaffe. Jetzt mal hier hin. Ja, okay, guck mal, hier ist eine Pistole. Ich glaube, das sind zwei Pistolen sogar. Ja, zwei Pistolen. Da vorne sind sie. Okay. Vielleicht reichen meine Pistolen schon aus. Ich muss halt ja nur irgendwie da dran kommen. Oh, ich brauche unbedingt was zum Bauen. Die können ja ganz schön weit gucken. Und die Laserwaffen vernichten dich schon ziemlich. So, bauen wir das mal kurz ab. Dass wir ein bisschen Schutz haben. War jetzt bisher nicht ganz so gut. Wow. Ja, klassisch. Okay, warte mal, wir können jetzt direkt. Ah, shit. Wo ist er hin? Ich sehe den halt nicht. Da. Nice. Ist okay, dann heilen wir uns wieder, ne? Kannst ja ordentlich absahnen hier. Muss zugeben, ich spiele ja gerade nicht, deswegen weiß ich nicht, wie gut was ist. Und so. Aber so mit Laserwaffen, das klingt erstmal lustig. Bei aller Liebe zum Laser-Ding hier und so. Abbauen muss ich trotzdem. Also ohne Bauen wird hier gar nichts klappen. Ich weiß echt nicht, wie gut das mit dieser Waffe klappt. Also das ist mein erstes Mal damit. Aber als ich mir überlegt habe, was ich machen kann, habe ich gedacht, hey, weißt du was? Das klingt wie eine lustige Herausforderung. Vor allen Dingen, weil man auch garantieren kann, wirklich nur mit den Laserwaffen zu spielen. Ich werde nicht das Laserschwert benutzen, sondern nur das hier. Also nur den Blaster. Ist ja eigentlich keine Laserwaffe oder so. Ich weiß nicht, wie genau man das nennt oder so, aber es ist ja ein Blaster. Ich weiß, dass sie nicht genau werden kann. Also du kannst nicht zu 100% genau mit ihr werden. Also schon auf jeden Fall ein dicker Nachteil, würde ich behaupten. Also ich bin auf jeden Fall auf sehr weite Entfernung sehr im Nachteil. Vor allen Dingen, weil gerade die beste Waffe im Spiel wieder zurück ist. Die Heavy Sniper. Bruder, die würde ich gerade eigentlich lieber spielen. Oh, und da vorne baut jemand. Ich gehe einfach drauf, denke ich. Das hat jetzt so... Genau, ich werde nicht schlauer, wenn ich nicht kämpfe. Außerdem will ich Kills machen. Jetzt habe ich noch 200 Material. Klingt erstmal nicht schlecht. Nicht einen Schuss getroffen, dein Ernst? Oh, nice, okay. Immerhin, hä? Huh? Okay. Oh Mau, die Waffe trifft hier nix. Oh shit, ja, die sind jetzt auf Contact. Komm, Waffe, bitte. Oh, er hat ihn getötet, nicht ich. Ah, der hat gar kein Schild. Keine Ahnung, ich schieße jetzt drauf, wie verrückt. Oh je. Also, ich habe das Gefühl, wird eine große Herausforderung. Shit. Zu spät gehört. Okay. Zum Glück spiele ich hier anscheinend gegen Anfänger. Der hätte mich 100 pro haben müssen, ne? Boah, ist die unpräzise.
Ich weiß gar nicht, ne, ob da jetzt irgendeine Meta entstanden ist, dass man die nie benutzt oder ob das irgendwie so voll die geile Waffe ist, die man immer benutzt. Ich gucke kein Fortnite, ich spiele kein Fortnite, aber ich bringe euch Fortnite. Wie gesagt, so eine Challenge, da bin ich ja natürlich nicht gegen. Und ich habe ja gesagt, ab und zu Fortnite kann ich mir natürlich auch noch vorstellen, wenn ich da was Lustiges für mich draus mache. Und dazu gehört natürlich mal eine Challenge für mich. Ich weiß, dass einige von euch enttäuscht und so weiter, aber gleichzeitig, hey, jedes Ende ist auch ein Anfang. Von was Schönem, hoffe ich. Und für mich derzeit das Schönste ist wirklich die Streams auf Twitch, Junge. Die machen so viel Spaß. Wir sind gerade dabei, Zelda Breath of the Wild im Master-Modus auf 100% zu spielen. Und das ist so geil. Das macht so Spaß, ne? Okay, ich höre zwar jetzt Schüsse, aber ohne Material da jetzt hinzugehen, das klingt halt wie Selbstmord, ne? Wir werden es trotzdem tun. Egal was, egal wie, wir gehen immer drauf. Das macht am meisten Spaß. Und am Ende des Tages ist es das, was die Zuschauer meiner Meinung nach sehen wollen, oder? Erst drauf, dann nachdenken. Okay, da oben ist jemand. Überraschungsangriffe immer noch das Beste, wenn ich so ein, zwei Schüsse abkriegen würde in den Reihen. Wäre immer das Schönste. Deswegen versuche ich jetzt gerade sneaky zu sein. Oh. Okay, das ist ein Bot, oder? Eindeutig ein Bot. Alter, wie viel Leben der hat, ne? Kranker Shit, ey. Die Laser sind echt scheiße, kann das sein? Das ist kein Bot. Der ist einfach nur scheiße schlecht. Digga. Der Laser trifft überhaupt nichts. Komm ich die ganze Zeit auf dem drauf, bin, das passiert einfach nichts. Bitte, Waffe. Ey, das ist ja... Oh mein Gott, die Herausforderung wird schwer. Das kann ich euch gerade sagen. Die Herausforderung wird schwer. Ich treffe den Laser nix. Auf 20 Metern. Die treffen ja gar nichts. Muss ich in den Nahkampf gehen oder was? Der Typ, der vor mir hat sich nicht wirklich gewehrt, ne? Nice, danke. Und ich habe halt gedacht so, ja nice, dann kannst du halt wenigstens den easy töten. Nö, konnte ich nicht. Konnte ich einfach nicht. Was für schöne Waffen hier liegen, ne? Damn. Aber der ist so schlecht auch. Aber seine Waffen haben mich fast bekommen, ne? Absolut krank irgendwie. Warte mal. Ich hole die Zone ganz langsam ein. Wir schaffen das noch. Krasser Schild, Mann. Oh mein, ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer wird. Vielleicht müssen wir nur in Nahkampf gehen oder so? I don't know. Die Laser sind ja absolut Bullshit. Lol. Ja gut, ey, immerhin weiß ich jetzt mehr als vorher, ne? Wir haben 3 Kills, okay, aber wir leben noch. Das ist auch gut. Kann mich dahingehend eher weniger beschweren. Okay, vorne links ist jemand. Ich muss natürlich jetzt möglichst allen ausweichen. Bis ich mich heilen kann. Oh. Von hinten angeschossen wurde, der Typ, vor dem ich Angst habe. Also, da habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Nein, die Waffe hat natürlich den Vorteil, dass sie nicht leer gehen kann. Das merkt man auch, dass es als Vorteil hier ist. Aber ich meine, wenn die keinen Schaden macht, macht sie keinen Schaden, ne? Der Typ hat so schlecht gespielt und hat mich trotzdem fast bekommen von oben. Und nur, weil seine Waffe besser getroffen hat. Der stand die ganze Zeit nur offen rum und ich hätte mit jeder Waffe den, am besten mit einer Sniper, easy in den Kopf schießen können. Aber war halt einfach nicht drin. So, hier oben war jemand. Jetzt kommt's hart auf hart. Jetzt müssen wir da sein. Schon ein bisschen aufgeregt gerade. Aber ich glaube, ich sollte in den Nahkampf gehen. Ich glaube, das war der. Ja. Schade, ich habe gedacht, ich könnte in den Nahkampf mit dem gehen. Aber durch den Schneesturm sehe ich ihn jetzt nicht einmal. Auf die Entfernung brauchen wir es ja nicht probieren, ich weiß, aber whatever. Gucken wir mal, ob ich den erreichen kann. Oh, da ist noch einer. Okay, zwischen die beiden kommen. Sag so. Ah, die, okay, der größte Nachteil von ihr wahrscheinlich, die hat keinen Headshot-Multiplikator wirklich. Statt 30 habe ich gerade 37 Schaden gemacht in den Kopf. Lul. Okay, den haben wir bekommen. Hat er... Lol, der hat den auch noch mit der Falle, glaube ich, eliminiert. Oder?
Ja. Lol. Jetzt haben wir auf jeden Fall viel zum Bauen und so. Alle haben natürlich die geile Sniper dabei, Junge. Hätte ich die gerade gerne. Also ich würde aber auch deutlich sagen, hier Skill-Based Matchmaking aktiv, weil die Leute, gegen die ich hier spiele. Man merkt, wenn man wenig spielt, dann wird man natürlich unten eingerankt. Und die Leute hier sind absolut Bullshit. Umso besser, weil guck mal, weißt du, ich hatte immer das Problem in letzter Zeit, als ich da die Challenges gemacht habe, dass ich halt vollkommen auseinandergerissen wurde. Weil wenn du, ne, zum Beispiel wie damals mit der schnellen Auto-Pump. Und der hat eine Der hat ein Schwert. Das könnte zum großen Problem werden, glaube ich. Okay. Ich glaube, der ist dann einer, also. Ah, der hat. Okay. Ups. Honey macht einfach nichts, Junge. So, der Typ mit seinem Schwert. Macht mir zwar Angst, ja. FBI, open up! Geil gespielt, Brudi. Soll ich wirklich Angst haben vor dem Laserschwert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Ich glaube schon, dass man davor Angst haben sollte. Man kann ja Schüsse damit abwehren. So wie ich das gesehen habe. Aber wo ist der Typ jetzt hin? Der ist einfach weggelaufen. Ich schwöre, der Typ ist einfach weggelaufen. Davon ist er. What? Ist im Haus drin. Oh, die Waffe trifft einfach nicht. Triff! Oh mein Gott. Ich bin direkt auf ihn drauf. Die tun einfach nichts. Okay. Da ist er. Der hat jetzt sein Schwert rausgeholt. Kritische Szene sozusagen. Waffe, bitte. Oh mein Gott. Krass, wie schlecht die Gegner sind. Da muss er ja auch ehrlich sein, oder? Der Typ war ja absolut schlecht. Ich hab so ein Glück mit dieser Challenge. What the fuck? Ich reverse booste nicht, keine Sorge. Die Laserwaffe, Bruder. Ich hab mal vor, du kämpfst gegen den goldenen Scar. Die lachen dich mehr als nur ein bisschen aus. Ah, da war ein Busch drin, lol. Ich könnte jetzt den trappen, aber das mache ich nicht. Ist ja nicht der Sinn der Sache, ne? Sieht er uns nicht? Like, what? Geht er jetzt rüber? Wie hat er sich jetzt von mir anschießen lassen? Okay, noch jemand mit dem Schwert. Ich habe Angst vor dem Schwert. Ah, okay. Der schützt sich einfach nur mit dem Schwert, ne? Jawohl. Ja, das... Schwert ist anscheinend absolut OP-Kapper. Ja, ist wahrscheinlich der Klassiker, wenn du einmal anfängst zu schlagen, wird das ein bisschen schwer für dich. Ah, okay, zwei Leute noch übrig. Also bisher war das ein Kinderlauf, oder? Da unten ist er. Ich habe richtig Angst vor dem letzten einfach nur, sonst würde ich auf den hier drauf gehen. Nice. Guck mal, wir haben den gut getroffen. Oh nein! Meins! Ja, ich glaube, ich habe gewonnen. Kann man da gar nichts gegen machen? So, ich muss einfach angucken, wie er das die ganze Zeit abwehrt. Ja, wenn du bauen willst, hast du ein Problem, mein Freund. Was ist das für eine komische Challenge gewesen? Digga, Skill-Based Matchmaking at its best, seien wir ehrlich, oder? Seit Kapitel 2 spiele ich quasi das Spiel nicht mehr. Und deswegen werden meine Runden, glaube ich, nicht gewertet oder so. Keine Ahnung, ich bin halt einfach, ich werde wahrscheinlich erst sehr, sehr schlecht eingerankt, weil ich so wenig spiele. Ja gut, das letzte, was ich gemacht habe, war mit Fufo und da haben wir Challenges gemacht, in der wir automatisch immer verloren haben. Da wurden wir bestimmt auch noch schlecht eingestuft. Da machst du halt so eine Challenge und ganz ehrlich, also das war jetzt ein Witz, oder? Die Waffe, die ich benutzt habe, absoluter Dreck. Ich weiß zumindest nicht, wie man die richtig benutzt anscheinend. Da habe ich das Gefühl gehabt, jeder AR auf Entfernung wäre besser gewesen. Sniper gar nicht erst davon zu reden. Und den Nahkampf, ja, auch halt. Gott, triff mich halt, mein Gott.
Guck, was die alle machen, die benutzen ein Schwert und machen dann nichts mehr. Ja, wie gesagt, ich schließe nicht aus, dass sowas nochmal ab und zu kommt, einfach weil ich auch daran natürlich noch Spaß habe. Aber Fortnite ist für mich soweit jetzt erstmal über den Zenit hinaus. Ich bin sehr, sehr zufrieden, neuen Content zu bringen. Wir werden auf jeden Fall jetzt was mit Pokémon machen. Ich hoffe, da habt ihr Bock drauf. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Auf Wiedersehen und guten Rutsch ins neue Jahr.